Schönen Samstagvormittag hier aus Messendorf zu dem eingeschobenen Testspiel zwischen dem SK Buntigammer Sturm Graz und Coventry City. Die Grazer ja gestern schon im Einsatz im Cup in der ersten ÖFB Samsung Cup Runde in Stadlau. Das Spiel hat man mit 2:0 gewonnen. Doppeltorschütze Roman Kinas noch heute mit von der Partie. War ja nur gute 25 Minuten im Einsatz Roman Kinas, ebenso Marko Stankovic, der die Mannschaft heute als Kapitän aufs Feld führt, und Sascha Horvath ist auch noch von gestern mit dabei. Sonst alles neu bei Sturm, der Test eingeschoben für die beiden Neuen, damit sie schnell Spielpraxis sammeln, Christian Schulz und Stefan Hierländer. Schauen wir uns gleich die Aufstellung der Grazer an. Im Tor beginnt heute Fabian Ehmann. Christian Grazer bekommt nach dem gestrigen Match eine Pause. Dann auf der rechten Verteidigung, das ist ein bisschen so die vakante Position, nachdem Potzmann gestern gespielt hat und Fabian Koch verletzt ist oder leicht angeschlagen ist, wird wahrscheinlich Philipp Seidel seine Position auf der rechten Verteidigerposition übernehmen. Dann die Innenverteidigung, Dario Marisic, der 35 dabei, und Neuzugang von Hannover 96, Christian Schulz mit der 20 auf der linken Außenseiter, Außendeckerposition. Lukas Kribenek, so wie schon in manchen Testmatches dabei. Dann das Mittelfeld. Rechts beginnend mit Andy Gruber, dann Marko Stankovic, Sascha Horvath und Romano Schmidt in der zentralen Position. Und so wie es jetzt ausschaut, ist Sascha Horvath auf links und Stefan Hierländer nimmt die Position als Sechser ein, neben Romano Schmidt, also Marko Stankovic, die hängende Spitze, und ganz vorne Roman Kinas, der Doppeltorschütze vom gestrigen Cup in Stadlau. Zwei Auswechselspieler gibt es heute nur auf der Bank. Peter Buster von den Amateuren und Thomas Gössweiner stehen Franco Foda zur Verfügung. Das heißt, einer der drei, die gestern gespielt haben, der muss durchbeißen 90 Minuten lang. Die Grazer von links nach rechts in den schwarzen Dressen gegen die Blau-Weißen von Coventry City. Den achten der League One in England, das heißt dritte Liga der letztjährigen Saison. Die beginnen im Tor mit Birch. Ricketts, der Kapitän, mit der 18, 16 ist Finch, 5 Harris, die Nummer 3 bei den Engländern ist Haynes, Nummer 6 Rose, dann der Franzose Vincelot mit der Nummer 4, der Bulgare Gatchev mit der 8, Jones die Nummer 10, Lameras, der Portugiese, mit der 7 und Sordl mit der Nummer 9. Da ist er schon am Ball, Lameras, Grazer kämpfen sich ihn aber, Horvath, Stankovic, Assistgeber, und schickt gleich Roman Kinas in den Lauf gegen die Nummer 16, gegen Finch. Setzt sich aber der bullige Innenverteidiger der Engländer durch. Haynes. Bulgari Gatsev. Ricketts. Verslow, der Franzose. Weiter Ball auf Jones. Jones gegen Schulz, kommt durch und da kommt schon ein gefährlicher Stankelpass zustande. Findet aber keinen Abnehmer und es geht weiter mit Einwurf für Sturm. Da bin ich noch im Zug gesessen. Seidel, Hierländer. Gruber auf die Reihe, kommt nicht an. Sordell und Einwurf für Coventry City. Ja, und so schlecht war die League One letztes Jahr nicht besetzt. Bekannte Namen dabei wie Millwall FC oder auch Wigan Athletic, die ja abgestiegen sind das Jahr davor, aber gleich den direkten Wiederaufstieg geschafft haben. Millwall in der Relegation gescheitert, Fabian Ehmann ohne Probleme. Also da ist schon was dahinter, von Namen her heuer abgestiegen, zum Beispiel ein bekannter Name, auf den Coventry City treffen wird in der Liga, sind die Bolton Wanderers. Seidel nicht täuschen lassen, es ist nicht Christian Dobras, er hat nur kein Trikot gehabt. Schmidt, Seidel,
auf Maresic und jetzt Christian Schulz. Auf Maresic. Wichtig ist heute in diesem Test, dass vor allem Hielender und Schulz Spielpraxis sammeln und sich wieder an das Tempo gewöhnen. Haben sich jetzt einmal eine Woche im Mannschaftstraining befunden. Schulz, dem reißt da die Flanke ein bisschen ab auf Marko Stankovic. Er ist wieder am Ball. Und Hielender zurück zu Fabian Ehmann. Maresic mit dem schlechten Pass. Das ist aber Stankovic, der sich zurückfallen lässt. Seite gewechselt hat mit Horvat, Positionswechsel mit Sascha Horvat. Und der weite Ball von Hielender landet bei Birch, dem Torhüter von Coventry City. Schulz auf Hielender, die beiden Neuen im Zusammenspiel. Hielender macht mit dem Antritt, aber da ist die Nummer 16 dazwischen, Finch. Ball bleibt aber stumm, Horvat, der kriegt einen leichten Schlag auf Stankovic, Gruber. Gruber hält den Ball auf Seidel. Schmidt, Seidel. Auf Stankovic, der legt mit dem Kopf weiter ab Richtung Roman Kinas, der kommt aber nicht dann zu ungenau und jetzt wird die Engländer. Weiter Pass auf Sordell gegen Maresic und da setzt sich der Dario Maresic durch. Gut gemacht, kein Foul. Ehmann. Hielender auf rechts auf Philipp Seidel. Schmidt. Seidel, gut gemacht von Schmidt und Seidel. Ist immer noch Philipp Seidel. Erster Schuss, erste Chance. Dann die Jungen gezeigt, wie es geht. Kurz das Spiel, schnell nach vorne. Und dann sucht Philipp Seidel den Abschluss mit einem schönen Haken, aber dann leider etwas zu zentral. Auf das Tor von Coventry. Und Birch im Tor der Engländer ohne Probleme. Jones. Der Kratzer. Ja, Meras auf die Nummer 3 auf Haynes. Aber da ist noch ein Fuß dazwischen, nämlich der von Romano Schmidt und es geht weiter mit dem ersten Eckball für die Engländer. Eckball kommt da rein, wird etwas geschoben, gezogen und dann geht der Kopfball von Haynes, von Finch über das Tor der Kratzer. Stankovic. Kinast, Horvat, Gruber, der sich da gut in die Reihen bewegt hat. Gruber wieder auf links raus zu Roman Kinast. Der mit einem Schuss und da muss Birch wieder zugreifen. Zweite gute Chance der Grazer. Jetzt kann da ein paar Meter gehen. Der Ball auf Haynes, der kommt an. Ja, dann passt hier Hielender auf. Schmidt hat es einsteigen da und gegen Romano Schmidt.
von Bensolo. Freistoß für Sturm. Hielender, kurz abgespielt zu Schulz. Skriberneck. Stankovic. Bauwart hat jetzt viel Platz. Auch einen guten Schuss, Sascha Bauwart. Skriberneck, Kinas legt ab auf Gruber. Der nimmt sich zwei Schritte mit und dann das Foul. Knapp an der Strafraumgrenze. Gute Aktion der Grazer. Passgenauigkeit gepasst. Gute Drehung von Andi Gruber. Und dann ist er nur mit einem Foul zu stoppen von Harris. Stankovic legt sich den Ball zurecht. Gute Freistoßposition der Grazer. Und herrliches Tor von Markus Stankovic. Mit viel Gefühl bringt der Sturm in Minute 9 in Führung. Hat er gezeigt, dass er doch noch sehr viel Gefühl im Fuß hat. Super Heber über die Mauer, keine Chance für Birch im Tor. 9. Minute, Sturm führt gegen Coventry City mit 1:0. Durch einen Traumfreistoß von Markus Stankovic, der da mit viel Gefühl den Ball über die Mauer hebt und im linken Eck versenkt. Coventry, Lameras gegen Schulz und Schulz ist da, richtig schneller, Heinz und Fabian Ehmann im Nachgreifen, kommt da nicht hin, aber auch da. Probleme für den Sturmkeeper, aber guter Einsatz von Christian Schulz, da hat man gezeigt, hat man gesehen, seine über 300 Bundesligaspiele in Deutschland. Guter Einsatz. Immer noch Schulz, der gleich weiter auf Romano Schmidt. Kinas kommt dann den Schritt zu spät und jetzt wieder die Engländer, aber wieder kommen nicht durch die Grazer Abwehr. Romano Schmidt, Wechselpass auf Philipp Seidel, macht das Spiel etwas breiter, nein doch nicht, wieder zurück zu Maresic, Stankovic, Maresic, ein paar Spiele hin und her, Seidel, Ober bleibt hängen, Sodell, Heinz, und wieder zurück, neuer Spielaufbau bei Coventry, Jones, Nummer 10 bei Coventry, auch erst 19 Jahre alt. Da die junge Garde von Sturm, Schmidt, Maresic, Ehmann, Schulz. Grazer mit viel Ballbesitz. Lass er sich da nicht zu einem überhasteten Pass hinreißen. Maresic, der reißt ihn auch etwas über den Riss ab und da ist Harris, der kehren kann, aber Ball bleibt bei den Grazern Horvath. Skriberneck. Es bleibt auch hängen jetzt wieder mal. Die Engländer im Vorwärtsgang, Jones wechselt auf links, auf Haynes. Hatschef. Dann ist der Portugieser bleibt hängen. An Stefan Hielender, der schickt damals Marko Stankovic auf die Reise, schade.
kriegt er den Fuß nicht ganz hin und dann legt er ab für Horvath. Den kriegt er noch, das ist Horvath, schnelles Spiel von Sturm. Horvath zieht ab und Börtsch kann den Ball da runterpflücken, aber so kann es gehen. Jelender schnell gespielt auf Stankovic, der kriegt den Ball nicht ganz unter Kontrolle. Dann mit dem Fersel zurück zu Sascha Horvath. Und der umkurvt einmal mit seiner Agilität einmal zwei, drei Engländer und kommt auch noch zum Schuss. Aber man muss auch zugute halten, Coventry noch am Beginn der Vorbereitung. Aber eigentlich sollte ein League One-Verein, dritte englische Liga, kein Problem sein für Sturm. Wenn man hier jetzt wieder ins Hotel, einen Weitschuss, aber der geht weit drüber über den Kasten von Fabian Ehmann. Schulz will das Spiel schnell machen oder ist Stankovic zu spät gestartet? Maresic und Schmidt. Wer nimmt den Ball? Es ist Romano Schmidt. Schmidt hat sich etwas weiter zurückfallen lassen, um sich den Ball zu holen. Im Moment findet die Grazer keinen Weg durch. Weiter Ball und Annik Ruhe im Abseits. Aufzubauen. Ratschew, Jones, Sobel, hat da ein Stück davon, Hierländer. Grazer wieder im Ballbesitz, aber der Pressball zwischen Gruber und Sobel und es gibt einen Wurf für Sturm. Geht's dann los mit der ersten Bundesliga-Runde. Und da kommt gleich der Meister nach Liebenau in die Merkur Arena. Red Bull Salzburg heißt der Gegner. 18:30 Spielbeginn. Da ist dann die erste Standortbestimmung für Sturm. Wie weit man ist, wie man mithalten kann mit einem Großen aus der Bundesliga. Und da geht der Ball zwar durch, aber kommt nicht an. Lameras, den Portugiesen im Diensten von Coventry City. Seidel. Jelender. Schulz mit dem weiten Ball auf Andi Gruber. Und Haynes mit dem Kopf dazwischen, aber auch abseits angezeigt von Andi Gruber.
Haynes auf Jones, Fabian, so weiter Ball. Grazer etwas zu spät rausgerückt und dann haben die Engländer versucht, das Spiel schnell zu machen mit einem Pass. Aber der war zu weit. Schulz, Skrivanek, Schulz verteilt die Bälle gut von hinten mit sehr viel Übersicht und sehr viel Routine, Irländer. So den Weg durch die dicht gestaffelte Abwehr, die jetzt in eine 5er Abwehr sich umfunktioniert, jetzt wieder eine 4er. Bei Kante finden die Grazer noch nicht. Nein, ist anders, hat sein müssen in Minute 9. Markus Dankwitz, der gerade am Ball ist, war der Torschütze aus dem Freistoß. Knapp 17 Metern. Horvath verlagert das Spiel auf Schmidt. Philipp Seidel, da geht es in eine Einzelaktion, bleibt hängen. Sordell auf Jones. Jeff, Haynes, Harris. Da bringt jetzt die Engländer gut von hinten raus. Und wieder von hinten. Auch die Grazer stehen gut defensiv. Christian Schulz hat da seine jungen Kollegen um sich gut im Griff. Reisic, Skrivanek und Seidel, alle noch unter 20. Christian Schulz, pass auf, nach der hohen Hereingabe von Gacev, Hierländer auf Skrivanek. Horvath, Skrivanek, gleich in den Rücken gespielt, da von Lukas Skrivanek. Horvath. Schulz mit dem Wechsel, pass auf Kovac gegen Haynes. Aber der legt schlecht ab, zurück auf Berg. Und da ist das 2-0. Marko Stankovic macht's. 21. Spielminute. Nützen den Fehler eiskalt aus. Von Karim Gisicke Hänsel in einer schlechten Kopfballrückgabe auf Berg. Andi Gruber spitzelt dazwischen und dann steht Marko Stankovic richtig. Lass dann noch einen englischen Innenverteidiger aussteigen und kann dann das leere Tor einschieben. 2-0 für Sturm. 21 Minuten gespielt. Foul von Hierländer. Aber die Grazer sehr gut in den Zweikämpfen lassen. Den Engländern wenig Platz, da gut zu kombinieren. Sie stehen dicht am Mann, arbeiten gut gegen den Ball. Dann kommt sowas dabei raus. Ein Fehlpass, Hierländer dazwischen, sofort wieder die Grazer im Ballbesitz. Wieder konzentrierter Spiel auf Paul Schulz mit dem weiten Ball auf Stankovic, der sich da gut löst. Von Finch kriegt auch die Kugel, aber kriegt sie nicht zurück zu Sascha Horvath. Schmidt. Kein Foul. Haynes gegen Gruber und dann läuft Gruber. Haynes den Ball ab, auch da kein Foul und Ehmann mit dem weiten Ball nach vorne. Der landet aber bei der Nummer 7. Bei Lameras. Skrivanek mit einem guten Zweikampf gegen Rose. Noch ein Wurf für Sturm. Kinast, Horvath, Stankovic. Halten den Ball gut in den eigenen Reihen, die Grazer nicht zu überhastet spielen. Hier den einfachen Pass als zweimal den schwierigen probieren. Ja.
gestartet. Skriwanek gut, aber auch da abseits von Lukas Skriwanek einen Tick zu früh losgestartet. Die war gut. Der hohe Ball von Christian Schulz zeigt er schon an. Der Lupfer hinter die Abwehr rein und da wäre der linke Außenverteidiger durch gewesen bei Sturm Skriwanek. Vorteil, kein Foul. Bitte gibt FIFA auf 1-2, aber der gibt den Vorteil und dann passt Romano Schmidt auf gegen Jones. 1, das er jetzt für Sturm vorbereitet hat mit seiner schlechten Kopfballrückgabe. Rickett und da auch ein ganz schlechter Ball nach vorne von Coventry. Skriwanek mit dem gefährlichen Pass für Delatwischen, aber er springt so weg, dass Seidel sich den Ball da holt und auch den Freistoß kriegt. Da hat Jones ordentlich gehalten. Grazer Abwehr noch nicht wirklich beschäftigt von den Engländern. Schulz wieder Sicherheit danken im Ballbesitz, im Ballhalten, im Spielaufbau. Stankovic. Gruber, aber der war zu ungenau, da haben die Engländer gewusst, der Pass muss kommen. Wir fangen sehr ab und zu die linke Seite über Hens. Hens gegen Gruber. Jones, der hat jetzt die Seite gewechselt. Verliert den Zweikampf gegen Gruber, gegen Schmidt. Und es gibt den Freistoß für Coventry. Schulz Fatzer daneben. Und Ehmann rettet noch vor dem Eckballer mit Einwurf für Coventry. Rose wird einwerfen. Marcelo. Rickett zurückgespielt, das setzt Schmidt gut nach und bleibt den Kapitän der Engländer nichts anderes übrig als zum Tormann zurückzuspielen. Gutes Pressing der Grazer. Jetzt stellen sie alles zu. Birch, den weiten Ball auf Rose gegen Skriwanek. Da setzen wir der lange Rose durch und da kommt der Ball an. Da verschätzt sich Christian Schulz etwas. Hotel. Lameras auf links auf Haynes. Und jetzt haben sich die Grazer formiert. Haynes gegen Seidel und Eckball für Coventry. Ja. Fehler dürfen da keine fabriziert werden. Dazu verliert zuerst Lukas Skriwanek gegen den langen Rose das Kopfballduell und dann verschätzt sich Christian Schulz beim Kopfball und der landet bei Sotel und Gott sei Dank. Sind die Engländer da nicht kalt, schon sich im Abschluss. Da kommt rein, Seidel. Und Gruber. Und Schmidt im Klärversuch, aber Ball bei dem Engländer. Gatschew mit der Flanke und Skriwanek, diesmal ist er vor Rose am Ball. Nächster Eckball für Coventry, die jetzt etwas mehr aufs Gas drücken. Jones mit dem Eckball. Skriwanek. Gegen Harris. Das Duell. Robert Schulz. Ja, jetzt kann es so schnell gehen. Jetzt haben die Grazer etwas mehr Platz. Die Engländer im Rückwärtsgang. Seidel.
Stuber. Ei. Zu ungenau, zu lang. Die Reingabe auf Marko Stankovic. Was auch schaut, den Zweikampf Chinas. Hierländer setzt sich da durch. Dann noch Hierländer. Kriegt den Ball nicht durch, aber er kriegt den Freistoß. Trägt sie nicht auf Kienast. Schmidt. Gegen Jones. Immer noch Romano Schmidt. Hält den Ball gut. Bleibt weiter in den Ballbesitz. Kommt jetzt aber an Heinz nicht vorbei. Idee war gut. Aber dann Jones mit dem Fehler. Kriegt den Ball noch irgendwie raus. Und dann ist Christian Schulz da. Da hat man jetzt seine Erfahrung gesehen. Antizipiert den Ball gut. Vor dem Portugiesen von Lameras. Doch Stankovic gut nachgesetzt, Kina Stankovic, und dann die schlechte Rückgabe von Marko Stankovic und jetzt wieder die Coventry im Ballbesitz und dann setzt Schmidt gut nach, aber Ball fliegt unkontrolliert weg, sodass Stankovic ihn nicht in Ruhe annehmen kann. Lameras, der jetzt etwas mehr Platz geht in den Strafraum. Lameras gegen Schulz. Und da gibt's nicht den Pfiff. Hat Christian Schulz das Bein stehen gelassen. Aus meiner Sicht hätte man da durchaus auch auf den Punkt zeigen können, aber die Pfeife des Schiedsrichters bleibt stumm und somit geht's weiter mit Abstoß. Christian Schulz. Gute Stellungsspiel in der Defensive besetzt des Neuzugangs der Grazer. Horvath zu weit, zu viel Gas im Ball für Roman Kienast. Bei Grazern wäre natürlich logischerweise viele geschockt, die gestern im Cup im Einsatz waren und das. Weil besser gesagt, die Startelf wird geschont, weil Kienast, Stankovic und Horvath sind ja gestern eingewechselt worden. Für die anderen gibt es ein paar Regenerationseinheiten. Guter Einsatz von Marasic. Gruber gegen Sordell und der macht das Foul. Genommen aus dem Spiel.
Ah, da ärgert sich ein bisschen Christian Schulz, der reißt um die nächste Flanke, aber Ball Standard bei Stefan Hielender. Der versucht es da gegen drei Engländer aufzunehmen, aber bleibt hängen. Jones gegen Seidel, Gatschew. Aller Ruhe kann er sich den Ball da herrichten. Genauigkeit fehlt ihm noch ein wenig. Den Neuzugang von Hannover, weil Maresic, der ist da schön, Stankovic auf der rechten Seite, der holt sich die Kugel auch noch, aber. Haynes mit dem Ball nach vorne mit Seidel gegen Sotel im Laufduell. Es gewinnt Sotel. Gegen Philipp Seidel. Jetzt ist Sotel schön durch gegen Irländer auch und der Schuss von Jones wird abgeblockt. Verlangen da ein Handspiel und einen Freistoß, aber bekommen ihn nicht. Jetzt Sturm. Torwart verzögert etwas und kriegt die Kugel nicht durch. Marcelo. 35 Minuten vorbei. Sturm führt gegen Coventry City durch. Zwei Treffer von Markus Dankovic. Einmal aus einem Freistoß in Minute 9. Und die Minute 21 nutzen die gerade einen Fehler in der Abwehr von Coventry aus zum jetzigen Spielstand. Beide Male ist Dankovic der Torschütze, der auch sehr viel für das Spiel nach vorne macht. Dankovic, Kinast. Und ein schlechter Pass von Kinast davor, aber der holt sich die Kugel aber noch. Da wäre mehr drin gewesen. Irländer. Missverständnis, Irländer Gruber. Gruber geht kurz, Irländer spielt lang. Somit ist die Chance vorbei. Und steht Jones im Abseits. Romano Schmidt, der holt sich den Ball dann noch im Boden liegend. Guter Einsatz. Stankovic, jetzt beginnt man etwas zu geigen in der Vorwärtsbewegung und bleibt da des Öfteren hängen. Gehen und dann ein schlechter Wechselpass. Und da passt Rose auf. Horvat geht auch nicht entgegen. Jetzt der Gegenzug von Coventry über die rechte Seite über Rose. Bringt den Ball zur Mitte. Lameras und da passt Maresic auf. Dass sich den Ball noch ablöst und der Schuss von Gatschew. Dem Vulkan geht weiter am Tor von Fabian Ehmann vorbei. Ja, da hat man aufpassen müssen. Schlechter Pass von Maresic in der Vorwärtsbewegung. Dann war Sturm offen. Coventry steht vorne alles zu, das heißt kurzes Abspiel kaum möglich. Fabian Ehmann muss weiter ausfahren. Schmidt. Schulz.
Leverkut, aber auch wieder das Zuspiel zu ungenau. Und jetzt geht es schnell auf einmal. Weiter Pass aufs Hotel. Maresic gegen das Hotel im Laufduell. Jetzt zieht er mal ab und Fabian Ehmann. Steht da gut, keine Probleme, diesen Schuss aufzunehmen. Jetzt zwei, drei schlechte Zuspiele in der Volksbühne in der Grazer. Und da fahren wir nochmal auf. Schmidt schickt Kinas auf die Reise, aber der ist auch zu weit. Und Börtsch muss seit längerem wieder mal zugreifen. 7 Minuten geht es noch hier in Messendorf in Hälfte 1 in diesem kurzfristig eingeschnungenen Testmatch für die Neuzugänge Schulz und Hierländer gegen KMB City. 2-0 für den Sturm durch einen Doppelpack von Marko Stankovic. Die Führung geht im Großen und Ganzen in Ordnung gegen die klar bessere Mannschaft gegen den 8. der englischen League One. Das ist die 3. Liga in England. Und auch für die Jungen ist das ein guter Test gegen physisch starke Engländer, Skrivanek. Körperlich gut gebaute Engländer, alle sehr groß gewachsen. Und die Jungen auch einmal beweisen und zeigen, dass sie gegen so durchtrainierte Gegner bestehen können. Maresic. Torwart, Jelender. Ja, da fällt etwas die Spritzigkeit. Der Stefan Jelender noch, die kommt wahrscheinlich noch. Steht erst eine Woche bei Sturm im Training. Das Foul von Jones an Stefan Hielender, der da etwas, wie gesagt, schon vorher an der Spritzigkeit vermissen lässt. Da hätte er das Spiel durchaus etwas schneller machen können, hat es dann durch ein paar kleinere Schritte verzögert und dann war Jones sofort da. Guter Pass auf Kienast. Skrivanek, Hierländer. Bleibt Schmidt hängen, aber der Ball bleibt bei den Grazern. Wurde Romano Schmidt gedoppelt. Kein Abseits, Roman Kienast gut gestartet. Haut unter den Ball, Marko Stankovic. Auf Andi Gruber, der lässt durch auf Lukas Skrivanek und dem sein Schuss. Kein Problem für Berger, aber es hat lange wieder mal eine gute Kombination der Grazer im Vorwärtsspiel. Da hat die Passgenauigkeit gepasst, da hat das Tempo gepasst, da haben die Laufwege gepasst. Fabian Ehmann spielt da gut mit. Schulz auf Vorwart. Sascha Howard kommt nicht ins Spiel heute. Viele Ballverluste und viele Zweikämpfe. Heinz mit der Flanke hinein. Aber doch findet er keinen Mitspieler, der auch Skrivanek noch Zeit gehabt mit dem Bären, war er unbedrängt. Wieder die Engländer, Jones. Zieht einmal ab, Fabian Ehmann, der kommt ungut für den Grazer Keeper auf, aber gute Reaktion des 17-Jährigen. Kurz abgespielter Eckball, Jones.
Meter an Horvat vorbei, viel zu einfach. Dann Roman Kind aus dem eigenen 16er, klärt da mal. Skrivanek, Stankovic, auf Irländer. Jetzt Schmidt gegen Gacev, den Bulgaren, der muss zurückspielen. Schulze schätzt sich wieder so teil, jetzt kann allein auf Fabian Ebern losgehen. Aber kriegt den Ball nicht unter Kontrolle und dann passt Marisic auf, schlechte Rückgabe. Da muss mehr rausschauen. Christian Schulz auch da wieder schlecht gestanden mit diesem langen Ball. Und die Grazer im Schlecht auch im Vorwärtsspiel mit Ungenauigkeiten jetzt. Und da ärgert sich Stankovic zurecht. Seitenwechsel auf Rose, das ist da gut gelöst hat von Skrivanek. Aber die Flanke nicht reinkriegt. Letzte Minute läuft hier in Messendorf in der regulären Spielzeit. Sturm führt. Durch zwei Stankovic-Treffer gegen Coventry City mit 2:0 in diesem Testmatch. Und jetzt hat er mal wieder mehr Platz. Schmidt. Etwas zu steil für Marco Stankovic. Der holt sich die Kugel auch noch. Hat er mal den Turbo gezündet. Die Länder. Über Kienast auf Seidel. Er hat jetzt etwas mehr Platz. Und dann wieder zu. Genau. Aber auch auf Seiten. Und Coventry zu ihm genau das Spiel nach vorne. 1004 hier in Messendorf. Sturm führt den Coventry City. Mit 2:0 in ein paar Minuten geht es dann wieder weiter. Thank you.
Schoppi? Schoppi? Ja, vor Spiel, also den ich noch viel mehr könnte. Thank you.
fertig. Gut, gut. Passt das? So, zweite Hälfte geht hier in Messendorf los. Sturm führt gegen Coventry City mit 2:0 und ich darf auch alle All Sky Blues Fans begrüßen. Hello from Graz to England. Einen Wechsel hat es gegeben bei Sturm. Der Booster ist gekommen für Sascha Horvath. Sonst ist alles beim Alten geblieben. Stankovic auf Schmidt. Schulz, Kribanek, Schulz, mit dem Ball und da Stankovic muss hinten aushelfen. Marisic auf die rechte Seite zu Philipp Seidel. Gruber, Fehlpass von Andi Gruber, ganz schlecht gelöst. Lässt die Engländer, aber ein Übergewicht der Graz in der Defensive, kommen aber durch und da steht Sordell im Abseits. Und sollte er nicht im Abseits stehen, wäre Fabian Ebern da gewesen mit einer guten Abwehr. Seidel, aber nicht in die Faustlegen gekommen. Maresic auf Kinas, der steht im Abseits. Beim Engländern hat es auch einen Wechsel in Nummer 2. Ist neu in der Partie. Jordan Willis, Jelena Stankovic, etwas mehr Platz jetzt. Schmidt, Skrivanek, Peter Buster das erste Mal am Ball. Stankovic, den Ball nicht durch auf Schmidt. Kein Abseits, Sordell. Gegen Schulz und da kommt der Schuss und Fabian Ebern mit einer guten Reaktion und dann kann er den Ball ohne Probleme aufklären. Buster. Stankovic auf Kinas mit viel zu viel Kraft. Zu ungenau auch und damit weiter. Mit Einwurf für Coventry City. Willis, der Neumann, Finch. Gut gemacht von Stefan Hirner, gut dazwischen gespurtet. Stankovic, wieder schlechter Pass von Marco Stankovic. Da wäre mehr drin gewesen. Hirner hat da gut gewartet, nicht im Abseits gestanden. Thank you.
Sturm hat in dieser zweiten Halbzeit einen Ersatzspieler mehr. Comeback im Profi, in der Profimannschaft. Martin Ehrenreich ist sich dann nach oben ziehen gegangen. Läuft gerade rüber zur Ersatzbank. Booster im Press von Sandy Lovric, der bei der EM in Deutschland weilt. Philipp Seidel. Hielender, kein Foul von Rose. An Stefan Hielender und weiter geht's leider mit Abstoß. Gegen Willis. Finch. Ricketts. Zudem kein Foul von Maresic. Stankovic. Ah, schade. Harris noch mit dem Fuß dazwischen. Hielender. Kein Foul. Doch, wird gepfiffen. Foul an Stefan Hielender von Gatschew, der Nummer 8, den Bulgaren im Diensten von Coventry City. Freistoß. Ob jetzt direkt aufs kurze Eck. Aber da passt Birch auf. So, der Ball über links hat sich die Kugel hinten geholt. Grazer formieren sich. Sotel weiter im Ball besitzen, dann das Foul von Hielender. Rose. Willis. Zurück auf Rose. Gatschew. Navaras. Läuft den Bulgaren. Jenny Kratz ist sehr tief. Ball in der eigenen Hälfte. Aber hier Hielender gut aufgepasst. Stankovic auf Gruber. Guter Einsatz der Grazer. Gruber Wechselpass auf Kienast, aber der ist zu weit. Hat auch der Wind den Ball etwas weiter gemacht, der hier ordentlich reinpfeift. Seit Beginn der zweiten Hälfte der Wind hier in Graz aufgekommen. Sotel, Finch, Rose, Willis und Stoppfehler von Willis. Und weiter geht's mit. Hielender. Seidel, guter Antritt. Stankovic. Wieder Ballverlust von Marco Stankovic. Hielender jetzt gegen Jones. Im Zweikampf. Heinz. Und Freistoß. Für Coventry. Grazer kriegen den Ball dann nicht ganz gut raus. Sotel auf die Reise geschickt auf rechts gegen Skrivanek.
Flanke kommt nicht rein, Skriwanek dazwischen, Einwurf für Coventry. Zur zweiten Halbzeit ist Coventry bis jetzt die spielbestimmende Mannschaft. Grazer kommen kaum hinten raus, kaum gute Spielzüge von hinten. Jetzt hat Coventry viel mehr vom Spiel. Lameras, der Portugiese. Aber Coventry kann noch nicht wirklich Potenzial daraus schlagen und jetzt ein Schuss des Portugiesen. Aber geht am Tor von Fabian Ehmann vorbei. Etwas zu weit von Christian Schulz auf Roman Klinas, die Idee war gut. Und Gruber mit dem Foul an Hens. Besucht ja auch das Trainingszentrum in Messendorf. Viele Zuschauer gekommen, knapp an die 200-300. Haben den Weg ins Trainingszentrum Messendorf geschafft. Und sehen eine 2-0-Führung der Schwarz-Weißen durch die zwei Tore von Markus Dankovic in Hälfte 1. Den 9 schon, der erste Treffer, so einen herrlichen Freistoß über die Mauer gelupft ins linke Kreuzeck. Und dann ein Abstaubertor nach einem Fehler von Coventry in der Abwehr im Rückwärtsspiel. Marisic. Bei Coventry kündigt sich ein Dreifachwechsel an. Christian Schulz. Seidel, Stankovic, Hielender. Gut gesehen, Romano Schmidt. Zieht einmal ab. Erste Chance für Sturm in der zweiten Hälfte, Minute 58. Ein Weitschuss von Romano Schmidt. Und jetzt gibt es den Trippeltausch bei Coventry. Jones, Sotel und Lameras verlassen den Platz. Für sie neu in der Partie. Marcus Tadgay mit der Nummer 20.
ein Mittelstürmer. Noch per Sturmenwechsel. Martin Ehrenreich kommt. Für Philipp Seidel und auch Christian Schulz raus. Für ihn jetzt gekommen Thomas Gößweiner. Ich höre in der Partie die Nummer 11 bei Coventry. Nummer 14. Skrivanek kommt nicht vorbei an Willis. Zum ersten Mal ein Ball. Aus einer angestammten Position als rechter Verteidiger. Und Gößweiner muss da zum ersten Mal eingreifen gegen den neuen Mann, die Nummer 14. Kein Fall an Hieländer gepfiffen. Mal ist jetzt mit der Rückgabe auf Ehmann. Aber auch der geht am Tor vorbei. Ja, mehr vom Spiel haben die Sky Blues hier, so wie Coventry City genannt wird. Durch ihre hellblaue Dressen. Abseits von Roman Kienast. Ja,
Die Grazer über Ehrenreich, gut eingesetzt von Markus Dankovic. Martin Ehrenreich bringt den Ball zur Mitte und Rickert dazwischen. Und es gibt Eckball. Kurz abgespielt und die Flanke kommt nicht drinnen. Fouler von Tatkei an Marisic. Die stoßen ja die Spieler, das eingeschlafen. Sturm kommt nicht mehr so richtig nach vorne. Aber auch klar bei den vielen Umstellungen jetzt, vor allem in der Defensive, kriegt man den Ball hinten schwer raus, auch wenn sich Marisic und Gelswener da bemühen. Viele Junge im Einsatz, weil ja gestern auch die ÖFB, ich glaube Samsung-Partie gegen Stadlau war, wo die ein Großteil natürlich geschont wird, bis auf Stankovic und Kinas ist keiner dabei. Die sind auch noch am Feld, Sascha Orwart ist in der Pause drinnen geblieben. Marisic, Schmidt, Skrivanek, gut gespielt, Skrivanek, und da bleibt er hängen. An Finch, und es geht weiter mit Einwurf. Aber auch die Jungen hinten, Gösswein und Marisic lassen da wenig zu. Karin, die Stürmer kommen da wenig bis gar nicht durch die Grazer Abwehr rein. Hier Länder jetzt hinten. Zweite Neuwerbung, Christian Schulz schon draußen. Hat nicht die Luft für 90 Minuten. Hier Länder probiert's. Vielleicht noch eine Information, falls sich Fabian jemand verletzen sollte, von dem wir natürlich nicht ausgehen. Weiter Ball wird immer länger und länger. Aber Birch vor Roman Kinas der Ball. Und dann versuchen die Sky Plus das Spiel schnell zu machen. Aber gut gestanden, da die Grazer Hintermannschaft, Skrivanek hat da sofort den Laufweg zugemacht. Stankovic erkämpft sich den Ball, der hat gestern auch gespielt, und wäre es nicht ein Testspiel, würde da jetzt die Nummer 5 Harris die gelbe Karte kassieren für das Foul an Markus Stankovic. Gestern das 2:0 vorbereitet, heute zwei Tore selber gemacht, die Minute 9, Minute 21. Den aktuellen Spielstand hergestellt, Stankovic. Gab es ja von Schiedsrichter zurückgewiesen. Stankovic, Ball kommt herein und Tatkei, der neue Mann dazwischen, Eckball für Sturm. Ball kommt und 3-0. Geht aufs lange Eck. Und dann ist es Stefan Hierländer, der da aufpasst im Fünfer und den Ball im Tor unterbringt. 3-0 für Sturm gegen Coventry City. Da dürfte sich Finch verletzt haben, da krümmt er sich am Boden. Tor nach einer Ecke, nach einer Standard, bei Sturm eher eine Seltenheit. Aber heute gleich zwei Standardtore. Ein Freistoß von Markus Stankovic und dann das Premierentor von Stefan Hierländer. Thank you.
Spiel noch immer unterbrochen, weil da Finch behandelt werden muss. Schaut nicht gut aus. Mittlerweile wieder drei Wechsel bei Coventry. Spiel geht weiter nach der Behandlung von Finch. Sturm führt durch den Treffer in Minute 70 von Stefan Hielender mit 13-0 gegen Coventry. Ein Missverständnis zwischen Kienast und Hielender, der hat ihn gern kurz gespielt gehabt. 19 auch ein neuer Mann. Da kämpft sich der gute Ball gegen Willis. Jetzt wieder Vorwärtsbewegung von Sturm Schmidt. Und da lasst er sich zu viel Zeit bei der Hereingabe Richtung Stankovic oder Andi Gruber. Aber nächster Eckball für Sturm. Und da liegt der nächste bei den Sky Blues. Es ist wieder Finch. Nichts, was er weitermachen kann. Muss raus. Achte Wechsel jetzt schon bei Coventry City. Dem achtplatzierten der letztjährigen League One in England. Flanke kommt. Berg verschätzt sich und auch Gößweiner kommt nicht dran. Nächster Eckball von der anderen Seite. Andi Gruber wird ihn treten. Wieder langer Ball. Ehrenreich kriegt den Ball nicht rein. Aber es gibt Abstoß. War der Ball schon über der Linie? Und Foul von Romano Schmidt hat am Level gezupft. Gegen Nummer 19 gegen den neuen Mann. Leider kann ich ihm den Namen nicht sagen, da nur die erste Elf mir vorliegt, keine Auswechselspieler. Also müssen wir mit den Nummern vorlieb nehmen. Gößweiner, Maresic. Ja, auch die Auswechslungen zeigen bei Coventry City. Dass es nach vorne jetzt nicht mehr so viel geht wie zu Beginn der zweiten Halbzeit. Gößweiner, Maresic, die kennen sich halt noch von den Sturmamateuren. Oder kennen sich noch, sie spielen ja auch immer wieder bei den Amateuren zusammen. Da ist das Verständnis wahrscheinlich besser als bei der neu verwirrten Mannschaft bei Coventry City. Durch die Auswechslung Gößweiner aus dem schlechten Rückpass von Ehrenreich. Buster. Den Ball nicht durch, bleibt
aber innen rein für Sturm Hierländer. Und da das Foul. Dann abgespielt von Kinas Stankovic. Hätte es eigentlich schnell gehen sollen, aber Grazer verschleppend. Das Spiel nach hinten, Buster, Ehrenreich. Gruber wieder auf Ehrenreich. Pass von Stankovic auf Schmidt. Holt sich die Kugel runter mit der Brust. Skrivanek. Foul an Roman Kienast. Von Harris. Von hinten reingegangen in die Beine. Schnell abgespielt wieder. Viertelstunde geht es noch hier in Messendorf. Sturm führt gegen Coventry City mit 13-0 gegen die All Blues. Guter Pass von Marisic, etwas zu steil auf Schmidt, aber die Idee war gut. Rose, Harris. Die Torschützen für Sturm, zweimal Marko Stankovic in Hälfte 1 und die Minute 70, Stefan Hielender nach einem Eckball macht sein erstes Tor für den neuen Verein für Sturm Graz. Jetzt kam ihn über rechts. Gut aufgepasst da von Puster und von Romano Schmidt. Schlechter Pass von Schmidt. Aber Grazer passen auf Ehrenreich. Hat er jetzt etwas mehr Platz? Kienast. Zurück auf Geusweiner. Fehlpass wieder gut, Sturm weiter im Ballbesitz. Buster, Foul von Tadgay. Stankovic jetzt mit dem Foul. Und abseits. Markus Tadgay. Alles im Allgemeinen ein guter Test, der Grazer. Man hat Chancen kreiert, man hat die Tore gemacht, man hat auch Standards getroffen. Die Neuen haben sich gut eingefügt, auch wenn es noch nicht für die vollen 90 Minuten reicht bei Christian Schulz. Stefan Hielender beißt da durch. Pumpt aber auch schon kräftig. Merkt man schon, dass er etwas Trainingsrückstand noch hat. Aber wichtig war es, ein Spiel unter Wettkampfbedingungen zu führen für die Neuen. Und das war der Zweck dieses Testspiels. Und auch zu schauen, wie die Jungen das drüber biegen, nachdem da ja die ganze erste Mannschaft nicht da ist. Hier Länder mit dem Pass auf Stankovic. Stankovic und fast sein dritter Treffer. Und da noch zusammengestoßen Stankovic und Willis. Aber Willis steht schon wieder. Guter Zweikampf in der Defensive. Stankovic, Buster, kriegt den Ball nicht drüber auf rechts, auf
Huber und auf Kienast und dann auch schlechter Spielaufbau bei Coventry. Vorbei, 10 Minuten geht es hier noch in Messendorf. Sturm führt gegen Coventry mit 3:0. Jetzt gegen die Nummer 11, die Flanke kommt. Dann passt Gößwein auf und kehrt. Warten auf ein neues Spielgerät. Ball ist am Dach der Tribüne gelandet. Zweikampf löst das ganz gut und dann Schmidt mit dem Fehlpass, aber die Grazer bleiben im Ballbesitz und Schmidt, Kienast, Thierländer und der mit einem weiten Ball auf Andi Gruber und der ist gut, aber Gruber kriegt die Kugel nicht zum Stoppen, erst im zweiten Versuch, Gruber, und dann bleibt er hängen, kein Foul, wird da gepfiffen. Hat Harris seinen Körper reingestellt gegen Andi Gruber. Und Maresic. Wenn es in der zweiten Hälfte etwas Schonkost gegeben hat von Sturm, aber im Spiel nach vorne das Tor und die Wartung gemacht, die Graz in Minute 70. Stefan Hierländer nach einem Eckball. Auf 3:0 gestellt, jetzt Fall von Andi Gruber an Harris. Das zuschaut aber in Hälfte 1 und jetzt einspringen muss. Seine Sache als Fußballpensionist auf der rechten Seite eigentlich gar nicht so schlecht macht. Da passt Buster gut auf. Buster gut gemacht. Jetzt einmal Platz für die Grazer. Peter Buster auf Stankovic. Kein Abseits. Stankovic und hebt den Ball drüber. Guter Einsatz, gut gemacht von Hierländer und Schmidt im Doppelpack da agiert. Hierländer jetzt auf links und dann zu überhastet. Gut ein und dann ist wieder Schmidt da und Skriwanek auf der linken Seite, die das da gut gelöst haben. Den Engländern da wenig Raum lassen, Rose. Wieder über links versucht Coventry und Schmidt. Skriwanek macht da den Tunnel zu und dann aber schlechtes Spiel nach vorne, aber auch bei Coventry. Adrian Reich. Huber auf den Early, der auf Peter Buster, der weiterleitet auf Kienast direkt, aber falsche Laufrichtung.
Sky Plus probiert es da wieder über rechts. Ball kommt in die Mitte und hat Gave hat daneben. Aber auch im Abseits gestanden. So einer Booster. Kienast auf rechts ausgewichen. Booster Stankovic auf Kienast, da läuft er noch darum. Und Kienast, der hat jetzt Platz zum Flanken. Die Flanke kommt, wird abgefälscht, Eckballsturm. Abschlag auf die Nummer 14, Skrivanek. Ball bleibt in der Luft stehen durch den Wind. Aber Glück für Sturm. Der Wind spielt mit. Skrivanek kann den Ball da zurück zu Ehmann spielen, mit dem weiten Ball nach vorne. Skrivanek versucht, das Dankovic anzusetzen. Kommt nicht an, jetzt wieder auf die rechte Seite. Coventry setzt sich da durch gegen Skrivanek und es gibt einen Elfmeter. Elfmeter für Coventry City, Minute 88, Foul von Skrivanek an der Nummer 19. Von hinten in die Beine und Markus Tatkey legt sich den Ball zurecht. Tatkey und er macht den Treffer. 3-1, 88. Minute. Bester Fabian Ehmann, keine Chance. Markus Tatke beim Elfmeter. Er schießt ins rechte Eck, Fabian Ehmann geht ins linke Eck. Aber der Treffer. Wird nicht mehr viel ausmachen. Henrik Stankovic. 1,5 Minuten wird es noch gehen. Gösswainer spielt da ohne Risiko zurück zu Fabian Ehmann. Ball auf Martin Erdreich. Einwurf für Coventry. Letzte Minute der regulären Spielzeit läuft. Sturm führt gegen Coventry City mit 3-1. Nochmal die Torschützen in Hälfte 1. Zweimal Markus Stankovic aus einem Freistoß in Minute 9 und Minute 21. Nutzen sie einen Abwehrfehler der Engländer aus zum 2-0. Dann erhöht Stefan Hierländer und jetzt ein Fehler von. Und da ist das 3-2, der Anschlusstreffer. Andi Gruber mit dem schlechten Rückspieler Fabian Ehmann, Tatkey.
überlupft die Situation am schnellsten und lässt Fabian Ehmann im Tor keine Chance. Plötzlich nur bei 3-2, letzte Minute, 90. Spielminute, läuft. Schauen wir mal, ob es noch knapp wird, aber da ist der Schlusspfiff, das war die letzte Aktion. Sturm besiegt Coventry City in diesem Testspiel mit 3-2, nochmal die Torreihenfolge. 9. Minute Freistoß Markus Stankovic mit dem 1-0, dann Minute 21. Das 2-0 durch den heutigen Sturmkapitän. In Minute 70 ist es Stefan Hierländer nach einem Eckball, der den Ball über die Linie bringt. Und in den letzten 3 Minuten machen die Gäste aus England die Sky Blues 2 Tore. Einmal aus einem Elfmeter von Markus Tatkay. Und auch die Engländer nutzen einen Abwehrfehler, diesmal einen schlechten Rückpass von Andy Gruber aus. Und zum zweiten Mal macht Markus Tatkay seinen Treffer. Alles in allem hat dieser Test gegen Coventry, glaube ich, seinen Zweck erfüllt. Franco Foda hat seine neuen Stefan Hierländer und Christian Schulz einsetzen können, damit sie Spielpraxis sammeln, damit sie in den Spielrhythmus kommen. Die Jungen haben auch gezeigt, dass sie gut bei der Sache sind, dass sie auch gegen körperlich starke Mannschaften bestehen können. Nächste Woche dann Bundesliga-Start für Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg. 23. Juli, 18.30 Uhr in der Merkur Arena geht's los gegen den Meister, gegen Red Bull Salzburg. Ich darf mich verabschieden. Danke, dass Sie dabei waren beim heutigen Testmatch zwischen Sturm Graz und Coventry City auf SK Sturm TV. Ein schönes Wochenende noch. Let's go!